Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Wir haben wieder einen neuen spielbaren Dinosaurier bekommen, nämlich den Allioramus, ein mittelgroßer Fleischfresser mit Federn bzw. Fell. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Den werden wir jetzt mal ein bisschen antesten. Ich habe ihn auch noch nicht gespielt. Also wir finden jetzt gemeinsam raus, wie der sich so spielt. Er ist auf jeden Fall relativ zügig unterwegs. Wird wahrscheinlich auf dem Niveau von dem Concavenator so sein, von der Größe her und Geschwindigkeit. Er ist wirklich sehr fix. Der steuert sich auch sehr gut. Rennt sehr gut um die Kurven. Nicht schlecht. Dann kann er schnappen. Und mehr kann er, glaube ich, im Moment noch nicht. Aber solche Attacken sollen ja später dann auch noch mehr dazukommen. Würde ich schon fast sagen, dass wir uns mal die Schreie anhören. Das war jetzt der Einser. Dann mache ich jetzt mal den Zweier. Dreier. Vierer. No. Ja, süß. Fünfer. Kennen wir schon das Schütteln. Sechser. Oder guckt er sich einfach nur um? Das ist Siebener jetzt. Und das war's. Dann gibt es natürlich noch F. Und das waren alle Schreie. Hinsetzen können wir uns auch nochmal eben. Dann sehen wir das auch mal. Das ist ja süß. Und hinlegen. Und die Äuglein zumachen. Sieht so aus. Auch sehr, sehr niedlich. Natürlich habe ich jetzt hier so ein Schiedwetter, wenn ich aufnehme. Pech. Aber der steuert sich auch schon wieder sehr, sehr gut. Ups. Aber das sind ja alle, kann man eigentlich zu allen Dinosauriern sagen, von Path of Titans. Der kann doch noch eine andere Attacke. Ah, schaut mal. Hätte ich mal das HUD direkt eingeblendet. Kann noch eine Schweifattacke. Das ist ja praktisch. Das heißt, wenn er verfolgt wird von was kleineren, kann er die auch noch weghauen. Sehr cool. Und Precise Movement hat er bestimmt auch. Ja. Das haben ja alle Dinos. Das funktioniert auch wunderbar. Oh, schaut mal da vorne. Ich habe jetzt auch so ein Ausrufezeichen. Ich denke mal, das ist meine Mission da. Finde Ort Green Valley. Ist das das? Ich glaube, das werde ich mal versuchen rauszufinden. Hat sich schon wieder echt viel getan bei Path of Titans. Der Allioramus kann übrigens auch springen. Habe ich euch gerade gar nicht gezeigt. Habe ich aber rausgefunden, weil ich ja mich gerade auf den Weg mache zu diesem Ort. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber auf der... Doch, da ist er. Okay. Und man sieht es auch oben rechts auf der Karte, da ist so ein Pfeil. Und ja, deswegen habe ich das gerade rausgefunden mit dem Springen. Okay, er ist überlebt. Gott sei Dank. Dann geht's weiter. Oh. Okay, das war der Ort. Also es war die Quest. Das ist ja cool, dass es das angezeigt wird. Habe ich jetzt leider ein bisschen zu spät zurückgebracht, weil ich selber nicht wusste, wann ich halt da bin. Ah, das ist ja praktisch. Das heißt, wir könnten jetzt uns ausloggen und uns direkt einen anderen Skin kaufen. Das können wir eigentlich mal machen. Dann können wir uns die gleich mal anschauen. Und dann schauen wir uns mal die Skins an. Das hier ist der Skin, mit dem wir gerade gespielt haben, der Standard-Skin. Dann haben wir hier Caped. Auch sehr schön mit grünem Fell. Crimson. Bunt wie ein Regenbogen. Aber der hat allgemein sehr bunte Skins. Cool. Oh, die sind ja echt mega interessant. Ich finde das cool mit dem Fell hier oben. Basil. Sieht auch cool aus. Flachsen. Ringneck.
Das ist der dunkle Skin. Komplett pechschwarz. Dann ist das hier Albino. Sieht auch cool aus. Mal nicht ganz so weiß, sondern mehr so ein bisschen rötlich. Und der Bäcker-Skin. Den haben wir sogar schon freigeschaltet. Ja, wieder sehr, sehr coole Skins. Farben und so kann man dann natürlich auch noch wieder anpassen. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal einen. Ich fand den grünen eigentlich ganz cool. Beziehungsweise den finde ich auch irgendwie witzig. Nehmen wir den mal. So, anloggen wir. Hat jetzt geklappt? Ja, okay. Da seht ihr. Hat sich ja gelohnt, dahin zu laufen. Schon können wir mit einem neuen Skin spielen. Yes. Dardin. Schön vertippt beim Namen. Und da haben wir nicht unseren neuen Skin. Frech. Ach Leute, es gibt eine neue Funktion. Die sehen wir jetzt gerade oben. Seht ihr das Shedding da? Das ist, das dauert jetzt eine Zeit, bis der neue Skin angenommen wird. Das wurde auch eingefügt mit dem Update vor diesem Update. Da wurden allgemein noch so ein paar andere Sachen hinzugefügt, die ich euch gleich nochmal kurz zusammengefasst erklären möchte. Dieses Shedding bedeutet einfach, dass wenn man sich einen anderen Skin holt, dass es ein bisschen dauert, bis dieser Skin angenommen wird und das dann so, ja, überverschwimmt oder faded, so einen Übergang hat halt zu dem anderen Skin. Das könnt ihr auch jetzt im Zeitraffer hier im Hintergrund sehen. Das wurde eigentlich hauptsächlich dafür gemacht, dass man nicht im Fight sich irgendwie versteckt ausloggt und schnell einen anderen Skin holt, damit einen der Gegner nicht mehr wiedererkennt. Und deswegen wurde diese Funktion halt eingefügt. Und das hier ist jetzt unser neuer Skin. Sieht doch ganz schick aus. Passt definitiv hier gut in den Wald. Und dann kommen wir noch zu weiteren Sachen, die an dem oder aus dem Update stammen, was vor diesem Update gekommen ist. Das dürfte das Update vom 13.01. gewesen sein, also noch gar nicht so lange her. Denn es wurde auch das Gruppensystem ein wenig überarbeitet. Ich habe jetzt hier gerade schon mal ein paar Leute eingeladen in meine Gruppe. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hä? Ich bin nicht hier in einer Party. Aber ich dachte, ich wäre in einer Party. Leider hat jetzt keiner mehr die Gruppeneinladung angenommen, deswegen muss ich euch das jetzt so erklären. Aber ich denke, das sollte auch verständlich sein. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass die maximale Gruppengröße variiert, je nachdem, welchen Dinosaurier man spielt. Man hat bei einer Gruppe immer 10 Slots insgesamt. Das heißt, man kann maximal mit 10 Dinosauriern spielen. Allerdings ist es halt so, dass verschiedene Dinosaurier unterschiedliche Slot-Anzahlen einnehmen. Als kleines Beispiel, der Spinosaurus ist ja ein sehr, sehr großer Fleischfresser. Der nimmt ganze 5 Slots ein. Das heißt, wenn man zum Beispiel 2 Spinosauren hat, dann hätte man 5 plus 5 Slots und dann wäre die maximale Größe von 10 schon erreicht. Das heißt, man könnte dann nur zu zweit in der Gruppe spielen. Wenn man allerdings kleinere Dinosaurier wie der Deinonychus zum Beispiel spielen sollte, der nimmt nur 1 Slot ein. Das heißt, man könnte bei dem mit maximal 10 Mitgliedern in der Gruppe spielen. Man kann die Gruppen aber auch vermischen, so ein bisschen Mixpacking machen. Das heißt, man könnte zum Beispiel ein Spino mit 5 Slots nehmen und dann noch zusätzlich 5 weitere Deinonychus mit jeweils 1 Slot. Dann hat man auch die maximale Gruppengröße erreicht. Und ja, je nach Dino ist es dann so, dass die halt unterschiedliche Größen einnehmen. Ich schätze mal, dass es bei dem Alioramus so ist, dass er 2 oder 3 Slots einnimmt. Dann wurde auch noch eingefügt, dass jetzt Bisswunden und Attacken an unterschiedlichen Körperstellen unterschiedlichen Schaden machen. Das heißt zum Beispiel, wenn man den Schweif oder die Füße oder sowas trifft mit einem Biss, dann macht man nicht ganz so viel Schaden oder erheblich weniger Schaden, als wenn man zum Beispiel auf den Kopf zielt oder die Kehle erwischt. Das macht viel, viel mehr Schaden dann. Finde ich persönlich ziemlich spannend, weil natürlich ein Treffer auf den Hals viel, viel gefährlicher für den Angreifer ist, als wenn man halt nur auf den Schweif zielt. Und dann gab es noch 2 neue Funktionen, die haben wir allerdings gerade schon gesehen. Nämlich einmal diese Map-Markers, da sind wir vorhin schon hingelaufen für die Quests. Und natürlich dieses, ja, dieser Übergang von den Skins, das wurde auch noch eingefügt. Und ich glaube, jetzt haben wir soweit alle neuen Funktionen auch von dem letzten Update durch. Richtig cool, wie viel momentan hier passiert bei Path of Titans. Aber Leute, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und euch einigermaßen auf den neuesten Stand gebracht. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.